Willkommen zurück bei Siberia 3. Wir sind nicht wie geplant in Nahodots angekommen und nachdem sich Captain Obo geopfert hat, sind wir jetzt tatsächlich in Baranur gelandet. Wir haben hier immer noch diesen Strahlungsbrillenautomaten. Was sehe ich denn So da? ein Schloss habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja, und wir brauchen eine Strahlungsbrille, damit wir auch sehen. Ob das verstrahlt ist. So, Moment. Ruckel, ruckel. Strahlungsbrille. Ah. Das ist dann noch die vom Thumbnail. So, wird Zeit, uns das Ganze mal anzuschauen. Mit der Brille kann man also die Strahlung sehen. Ja. Wie passend, dass es dafür einen Automaten gab. So. Kurz mal laden lassen. Damit uns die FPS nicht zu arg abschmieren. Keine Sorge, ich bleibe in Nähe. Das ist schön. Kein Strom mehr. Gut. Nein, nicht gut. Wir müssen ja die Kristall nicht abwenden, drehen. Mein Gott, wie das hier alles aussieht. Oskar! Oskar? Wie dumm von mir. Oskar gibt es nicht mehr. Das weiß ich. Und all diese Automaten sehen gleich aus. Aber wir könnten das Herz einbauen. Komm schon, Kate. Ihr Medaillon. Das Herz. Sie wissen schon. Es ist in sehr gutem Zustand. Es enthält eine Menge grundlegender Daten von einem X-2000-Automaten. Quasi alles Wichtige. Wissen Sie, bei diesem speziellen Modell waren das Herz und die Intelligenz verknüpft. Also bräuchte es nicht viel, damit sie ihren Freund Oskar eines Tages wieder zurückbekommen. Ja, ich will Oskar wieder haben. Er fehlt mir. Vielleicht, vielleicht. In der Brust ein Vorarlberg-Automat. XZ2000. Oskars Modellnummer. Wir brauchen einen Vorarlberg-Schlüssel. Verschlossen. Okay. Aber bei diesem Park muss es ja irgendwo auch einen Vorarlberg-Automatenschlüssel geben. Ich kann es mir kaum vorstellen, dass es das nicht hier nicht geben soll. Hans war hier. Unbestreitbar. Eine Bademeisterstange. Ausfahrbar, wie es aussieht.
ausfahrbare Stange. So. Gibt's hier irgendwas zu gucken? Nein. Na, wer weiß, wozu wir die noch gebrauchen können. Aber hier gab es sogar Verkaufsautomaten, die Eis verkauft haben. Wie genial. Da fällt mir ein, wie sehr Oscar genörgelt hat bei dem Wind in Aralbad. Kate Walker, Sie wissen doch, dass der Sand und der Wind nicht zuträglich ist für mein Getriebe. Kate Walker, Sie können mich dem unmöglich aussetzen. Können wir da über den Balken rüber? Komm. Komm, Kate. Oh, bitte. Frau, du bist manchmal so unflexibel. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Gut, okay. Suchen wir nach einem Vorarlbergschlüssel. Ich will Oscar wieder haben. Okay. Vielleicht finden wir da drin einen Schlüssel. Oh. Das erinnert mich jetzt aber wirklich total an Band 1, ja, an Teil 1. Ist hier ein Montageband und... Oh bitte, lass... Das Wappen des Vorarlbergs. Hans hat es an allen seinen Erfindungen angebracht. Ja... Das Wappen des Vorarlbergs. Ja, aber... Hans hat es an allen seinen Erfindungen angebracht. Benutzen... Wir haben keinen Schlüssel dafür, verdammt. Huch. 25, 5, 15 mal 25, 3, 2... Hä? Okay, da werde ich eindeutig nicht schlau raus. Hier kommen wir raus, okay. Wir brauchen einen Schlüssel. Okay, wir brauchen einen Schlüssel, um an den Schlüssel zu kommen. Ironie. Ich sollte den Wagen vom Anhänger trennen können. Ja, dann... Try it. Tschüssi. Ich glaube, die haben mir irgendwie im Weg gestanden. Kann das sein? Na, jetzt tun sie es jedenfalls nicht mehr. Noch ein Oscar? Ein weiterer abgenutzter Automat. Halt, Moment. Ich sollte die Kristall abschleppen können, wenn ich sie an dieser Winde festmache. Tut mir leid. Mir auch. Kein Einschaltknopf. Es braucht nicht. Verstehe. Der Automat, der den Traktor gesteuert hat, muss mit diesem Stecker in der Form eines Vorarlberg-Schlüssels verbunden sein, um zu starten. Genial. Aber ich brauche einen betriebsbereiten Automaten. Oscar!
Er hat den Schlüssel in der Hand. Was um alles in der Welt ist das? Ein Schlüssel. Unsere Fahrkarte zu Oscar. Oh, 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 oh. Los, Kate. Nicht über den Automaten rennen. Ich verwette alles drauf, dass in dieser Kiste ein Vorarlberg-Schlüssel ist. Es muss einfach. Ich denke, sie haben uns lang genug auf die Folter gespannt. Erst die Klinik, dann die Stadt, dann nochmal die Klinik. Und die ganze Zeit ist angeteasert worden, dass Oscar noch, naja, im weitesten Sinne lebt. Ich meine, Nummer 5 lebt auch, ne? Also bitte. Ich will meinen Oscar wieder haben. Vorarlberg-Werkzeuge. Nichts eignet sich besser zum Reparieren von Automaten. Ja. Vorarlberg 10er Schraubenschlüssel. Und ein großer Schraubenschlüssel. Nix wie raus. Oscar, du bist bald wieder da. Mit dem Poster da hinten. Oh. Kirk, was tust du hier? Da du die Gegend erkunden konntest, ohne Schaden zu nehmen, habe ich den U-Call erlaubt, an Land zu gehen. Ich muss dir etwas zeigen, Kate Walk. Was denn? Ist es wichtig? Kommen, Frau Kate Walker, kommen. Okay? Gut. Oh, nicht gut. Unter verrottetem Asphalt ist heiliger Pfad des Zuges. Frau Kate Walker muss schnell Strauße rausholen, damit U-Call können nehmen diesen Weg. Hört zu. Ich verstehe schon, dass ihr eure Bräuche buchstabengetreu befolgen wollt. Aber eure Karawane dahin durchzuführen ist Selbstmord. Diese Straße ist völlig verstrahlt. Kein Blabla, Frau Kate Walker. Geister wollen es so. Frau Kate Walker, gesehen, was passiert, wenn U-Call sich Geistern widersetzen? Aber... Unsere Schamanin ist stur wie ein alter Strauß, Kate Walker. Glaubst du, es gibt noch eine andere Route? Ich weiß nicht. Momentan denke ich eher darüber nach, einen Automaten zu reparieren, um die Kristall zu schleppen. Sobald ich gehen kann, gehe ich in einen anderen... Sobald ich kann, gehe ich einen anderen Weg suchen. Bleibt bis dahin bitte in den sicheren Zonen und seid vorsichtig, okay? Ist so stur wie ein alter Strauß. Und wir wissen, die Strauße ist noch nicht sonderlich helle. Kommen wir da rein? Da kommen wir so rein. Da will ich jetzt aber noch nicht rein. Ich will Oscar reparieren. Wo zur Hölle sind wir? Und Captain Karussell. Hier bin ich mal... Ey, ist das ein Teddybär? Das ist irgendwie umso trauriger. Und eine Puppe. Zwei Puppen. Drei und Einzelteilen. Ah, ich wünschte, mein PC wäre ein bisschen leistungsfähiger. Dann wird es womöglich flüssiger laufen. Aber ich habe wohl... ich habe auch schon gelesen, dass es bei anderen Leuten mit leistungsstärkerem PC... auch nicht viel besser laufen würde. In diesem Sinne... Ich hoffe, wir schaffen es in der Folge noch, Oscar zu rekonstruieren. Ja, das meistbenutzte Wort dieser Folge ist Oscar. So. Vorarlberg-Schlüssel. Ich muss erst dran zoomen.
kaputt. Das ist grandios, dass sie das so einfach sieht. Okay. Oh Gott, ich habe Angst, das kaputt zu machen. Spiel jetzt nicht hängen bleiben. So. Halt. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin so aufgeregt. Ich glaube, das müssen wir nachher wieder aufmachen. Ich kenne diese Schlösser. Sie dienen bei allen Erfindungen von Hans zur Aktivierung. Gut. Jetzt muss ich nur den richtigen Schlüssel... Kate, warum hast du nicht von Anfang an die anderen Schlüssel mitgenommen? Ich mein's ernsthaft. Jetzt liegt Oscar da mit offener Brust. Frau E., jeder halbwegs gute Mechaniker weiß, dass man am besten gleich alles mitnimmt. Was war das? Drei. Drei. Oh. Oh, bitte nicht. Oh, Leute. Du bist brav. Also wir sind hier definitiv nicht allein. Und wenn jetzt die Schlüssel weg sind, ich krieg einen Schreikrampf. Dachte ich mir. Kein Aktivierungsschlüssel. Ernsthaft, ihr wollt mich da jetzt verarschen, oder? Ihr wollt mich da jetzt verarschen, oder? Nichts, das auch nur annähernd nach einem Aktivierungsschlüssel aussieht. Ich fühle mich dezent verarscht. Ich beende diese Folge jetzt leicht frustriert. Ich sage bis morgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ich hoffe und bete, dass dieses Spiel mich nächste Folge Oscar reaktivieren lässt oder ich dreh ab, ey. Bis dann.